Und damit herzlich willkommen zurück zu Timberborn mit den Eisenzähnen. Ja, wir haben ein bisschen chaotisch angefangen in den letzten zwei Folgen, aber bisher, wie man sieht, haben wir doch schon einiges ganz gut erreicht. Bis auf das gerade alle vor Hunger sterben. Ich halte mal am besten die Klappe. Oh, der stirbt wirklich vor Hunger. Der lag schon auf dem Boden. Warum isst der denn nichts? Wir haben ja doch... Hier, wir haben 27 Nahrungsmittel drin. Wieso isst der denn nichts? Oje, oje, oje. Ja, es wäre auch ganz schön, wenn ihr endlich mal hier die Gegend vom Bauernhof bauen würden. Aber scheinbar haben sie da nicht so richtig Lust drauf. Ah, und ich könnte hier... Das sehe ich jetzt gerade erst... Könnte hier auch noch ein Sammlerfähnchen hinmachen. So, damit wir hier nämlich auch noch mal ein paar Beeren ernten können. So, die machen Planken. Das heißt, theoretisch könnte ich das Sägewerk, das zweite, jetzt erstmal freigeben. Prio jetzt auch auf den zweiten Wassertank setzen, weil noch haben wir ja unseren... schicken Staudamm, den wir bauen wollten, noch nicht gebaut. Hier brauchen wir jetzt noch eine Planke. Hier oben haben sie auch noch nicht angefangen, ne? Ah, da geht's zum roten Bereich. Mal schauen, mal schauen. Ich habe auch absolut keine Ahnung, ob das jetzt so funktioniert, weil es kann natürlich sein... dass es nicht funktioniert und ich jetzt das Wasser staue und dann gar kein Wasser mehr habe. Aber theoretisch, also ich denke, wenn das hier sich staut, müsste es theoretisch so sein, na, das ist jetzt unten beim ersten, ne? Dass das eins höher geht, dann staut das noch und wenn das bis hier oben zum Rand gehen würde, dann würde es drüber fließen. Ich hoffe, dass es so sein wird. Ich hoffe da aber auch gleichzeitig, dass ich da nicht hier oben irgendwas flute. Fällt mir gerade so auf, weil das ist hier wiederum eins höher. Obwohl, kann ja eigentlich nicht sein. Das würde dann da mit der Kante gleich kommen. Ja, ich bin wirklich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Können wir hier noch irgendwas freigeben? Also das hier hat auf jeden Fall Priorität. Da sind sie auch dran. Das hat auch Priorität. Da fehlt immer noch eine Planke. Dafür haben wir jetzt aber schon zwei Sägewerke. Und die kommen irgendwie nicht so richtig nach mit dem Laufen, habe ich so das Gefühl. Oh, wir haben 9 Obdachlose. Oh je. Das können wir den armen Tierchen doch nicht antun hier. Wenn ich die jetzt hinten reinsetze... Weiß ich nicht, ob ich damit jetzt irgendwas gespart habe. Sieht ein bisschen doof aus, aber wir machen es jetzt einfach mal so. So. So, das bauen wir auch mit Prio. Da dürften sie jetzt eigentlich ganz schnell das Holz reinsetzen. Weil mir wäre es doch ganz lieb, wenn die nicht obdachlos sind. Vielleicht sterben sie dann nachher an keine Ahnung was. Der braucht Wasser. Ja, Wasser haben wir genug. Also da kannst du gerne hinlaufen. So, Getriebe haben wir. Kommt auch noch was dazu. Hier ist auch jemand am Arbeiten. Sehr schön. Das sollten wir dann auch mal auf Prio setzen. Oh, der Bauernhof ist endlich besetzt. Endlich, endlich. Sehr schön. Nur hier haben sie immer noch nicht gebaut. Ah, wir haben noch 5 Jungtiere. Also noch bin ich guter Dinge. Das Problem ist halt, durch die Jungtiere... Oh, ist das Essen schnell weg. Das wollte ich gerade schon gesagt haben. Jetzt ist es soweit. Oh, oh, oh. 51%, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Den pausieren wir erstmal.
Also das haben wir mit niedriger Prio, ja stimmt. Wobei Holz eigentlich ja im Moment noch genug da ist, aber hier, es tut sich auch irgendwie nichts, ne? Also die laufen auch nicht dahin und bauen. Schmeißen das scheinbar alles nur ins Sägewerk, damit wir hier Planken davon bekommen. So, da brauchen wir jetzt noch 5 Getriebe. Getriebe ist überhaupt so eine Sache. Wir haben wieder über 445 Punkte. Wir brauchen für Dynamit, was ich gerne rechtzeitig benutzen würde, unter anderem die Papierfabrik. Dafür brauchen wir jetzt erstmal nur das Getriebe. Das heißt, die schalten wir jetzt erstmal frei. So. Die machen wir mal Priorität 2. Ach ja, genau. Dann brauchen wir die 3 Teile. Das ist natürlich was. Da müssten wir definitiv einen neuen Distrikt machen. Die Frage ist, kommen wir da jetzt schon so rüber? Also, ich würde sagen, dass wir hier komplett hinbauen. Da wird es aber schon rot. Aber damit das besser besser geteilt werden kann, würde ich fast behaupten, dass wir das so machen. Dann da einen Weg hin, da einen Weg hin. Und da einfach das Tor draufsetzen, sodass das hier auf jeden Fall noch von unserer Seite aus bewirtschaftet werden kann. Und dann würde ich hier hinten, ich meine, das kostet uns ja jetzt im Moment sowieso noch nichts, würde ich dann einen neuen Distrikt hinstellen. Eigentlich würde ich den schon fast hier oben draufstellen, damit man unten andere Sachen machen kann. Das Problem dabei ist, da müssen die natürlich als erstes die Treppe bauen. Und das können die, naja. Ich denke nicht, dass sie es tun, sagen wir es mal so. Wenn da das Tor ist, die würden vielleicht noch ein bisschen hier rüberkommen. Ja, aber ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Ich mache das mal lieber anders. Dann setze ich das hier hin. Und muss das natürlich noch verbinden. Oh, und da kommt die nächste Dürre. Und wir haben kein Essen. Wollt ihr mich veräppeln? Wollt ihr mich? Es ist nicht euer Ernst. Und ihr habt euch noch nicht mal hier oben hinbegeben. Doch, ihr habt euch dahin begeben. Um da irgendwie was zu stauen. Na gut, das wäre jetzt auch Blödsinn, weil bringt uns jetzt nicht allzu viel, weil es geht hier nicht weiter. Warum geht es hier eigentlich nicht weiter? Ich bin auch doof. Warum mache ich das eigentlich nicht hier hin? Ach, habe ich das wieder richtig clever gebaut hier? Ja, das können wir wegmachen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Hätte ich auch einfach hier runterbauen können. Da wird es aber schon rot. Und das ist was, was ich nicht gut finde. Ich meine, das werden sie wohl noch machen, denke ich mal. Das haben sie ja auch gemacht. Wie auch immer. Ich glaube von hier oben oder so. Keine Ahnung. Das heißt aber, die werden hier garantiert nicht in den Bereich reingehen, oder? Das machen die nicht, weil da kein Pfad ist, ne? Das könnte jetzt noch problematisch werden. Wir können natürlich auch hier vorne das Ganze machen. Sind wir jetzt hier die... Oh Gott, die sind mir verhungert. Oh, oh, oh.
Ja, es tut mir leid. Ich musste hier mal einen kleinen Cut machen. Vielleicht hat man es auf der Aufnahme gehört. DHL war gerade da. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was ich eigentlich machen wollte. Schleuse. Das ist die kleine, die ich, wenn dann, brauche. Ja, ich wollte da eigentlich das Ganze anders handhaben, aber dann versuchen wir es einfach mal so. Vor allen Dingen bin ich am Überlegen, ob ich nicht eventuell. Doch, das würde sogar noch passen. Nee, das würde nicht passen. Ah. Stopp. Wieso kriege ich den jetzt hier nicht anvisiert? So. Da muss ich mich hier in Fahrt machen. Hallo. Achso. Man sollte es auch vorher auswählen. Das ist schon richtig. So. Dann bitte Priorität darauf, dass das hier auch gebaut wird. Hallo? Was ist jetzt los? Hallo, ich wollte dich nicht verfolgen. Eieiei hier. Okay. Also hier oben haben sie auf jeden Fall schon mal angefangen. Das ist gut. Da kommen die auf jeden Fall auch dran. Auch wenn die. Ach so, müssen wir hier eventuell. Müssen wir da? Nee. Ach so. Wie soll ich denn da dran kommen? Oder geht das eventuell mit so einer Brücke? 1, 2, 3, 4, 5 habe ich dann. Das wären die, aber ich habe keine 1600, um das zu bauen. Oder ich müsste 2 hoch das freischalten. Das können wir jetzt zumindest mal ausprobieren, dass man das als Priorität erstmal daneben baut. So. Ich meine, da fließt ja das Wasser durch. Das ist ja nicht das Problem. Das wäre allerdings ziemlich blöd gemacht dann. Ich habe jetzt gedacht, die können hier durchlaufen, aber offensichtlich können sie das nicht. Oh, die Dürre ist beendet. Sehr schön. Ist aber gerade so aufgetreten, komischerweise. Eieiei, diese Anzeigen. Okay. Also. Während der Dürre bitte keine Nahrungsmittel. Also für ein Kind ist noch okay, aber ansonsten bitte keine Nahrungsmittel woanders hin. So, den zweiten hier, den können wir auch gerne bauen. Oh, wir haben keine Obdachlosen mehr, obwohl wir das noch nicht gebaut haben. Oh, oh. Das hört sich nicht gut an. Das kann von mir aus gebaut werden, wenn auch nicht mit Prio. So, und die Papierfabrik müssen wir dann auf jeden Fall. Ach, jetzt haben wir natürlich die Punkte ausgegeben. Wo drunter war das jetzt? Moment, das war doch hier. Nee, unter. Hier, 400 brauche ich dann wieder für einen Sprengstoff. Aber um den Sprengstoff bauen zu können, muss ich die Sache mit dem. Ach so, genau, da waren wir eigentlich auch noch dran. Das heißt, wir brauchen 500 Punkte. Scheiße. Ja, ist jetzt egal, womit ich jetzt anfange. Wir brauchen halt beides. Okay, das stellen wir schon mal hier hin. Ist da. Ja, ich glaube, die sind gerade beide gestorben, ne? Kann das sein? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob da einer drin war. Der Arme. Den hätte ich sonst vorher rausgetan. Aber okay. Gut, da müssen wir nämlich auf jeden Fall dann weitermachen. Jetzt muss ich mal gucken. Nee, ich muss da auf jeden Fall rüber bauen, beziehungsweise dann runterbauen. Also. Nein, einmal reicht. Wir brauchen. Ich weiß, das können wir jetzt alles noch nicht bauen, aber das stelle ich hier schon mal hin, damit das dann auch recht zügig weitergeht. Dann bauen wir hier hinten.
so ein Treppchen nach unten. Zack. So. Und da bauen wir dann später... Ja. Okay, die muss ich erst freischalten. Okay, dann bauen wir später nicht, sondern... dann muss ich erstmal freischalten vorher. Den Pfad... Oh, machen wir nicht ganz bis dahin. So, okay. Das ist also so grob das, was... Okay. Das ist nicht ganz grob das, was ich machen wollte. Das ist jetzt wieder daneben, so wie ich mich kenne. So. Ist das jetzt da dran? Ja. Manchmal ist die Perspektive echt seltsam. Okay, dann habe ich immer noch nicht richtig alles verbunden. So. Den Rest, den mache ich dann später. Aber das ist halt grob das, was ich dann machen möchte. Das heißt, mit Dynamit kann ich jetzt auf jeden Fall noch nicht rechnen, weil ich noch sehr, sehr viel mehr Punkte brauche. Das heißt, hier den werde ich jetzt erstmal wieder freigeben. Holz ist aber nicht unbedingt das Thema. Also da haben wir definitiv genug. Ich habe hier unten allerdings nur einen Holzfäller, wenn ich das richtig sehe. Da mache ich am besten mal... noch einen hin. Weil wenn was zu tun ist, dann ist halt doch ziemlich viel zu tun. Und es ist eigentlich ganz gut, wenn das dann... Machen wir auch mal das zweite. So, hier ist noch keiner drin. Ist aber auch nicht schlimm. Hier wäre ganz gut, wenn einer drin wäre, weil wir die nämlich definitiv brauchen. So, Wasser machen wir auch nochmal eins auf Priorität. Das ist ein... Achso, nee, da bauen die... Da sollten die eigentlich auch mit Priorität bauen. Moment, den Pfad, den kann ich schon mal hier machen. Zack. Ich kann jetzt nur hoffen, weil das jetzt hier rot ist, aber normalerweise müsste das hier definitiv noch mitgemacht werden. Ich meine, hier unten, das ist ja auch noch deren Bereich, davon mal abgesehen. Also das ist ja schon... nee, das ist nur eins. Könnte man mal so machen, falls man mal von oben irgendwie runterkommen muss. So, dafür liegt der jetzt natürlich etwas blöd, aber okay. Gut, dann brauchen wir später auch noch den Grill. Den würde ich dann hier hinbauen. Mit mittlerer Priorität jetzt erstmal. Die Frage ist, kann ich hier... Da muss ich, glaube ich... Muss ich da was für freischalten? Ne, wo ist das denn jetzt? Da. Ne, die sind frei. Okay. Das heißt, theoretisch... Achso, nein. Nein, Moment. Ja, die muss ich auch noch freischalten. Och man, so eine Scheiße. Das heißt aber theoretisch, aber das würde dann nach unten gehen. Wenn ich jetzt hier aber unten was bauen würde... So. Ja, ich merke schon, da muss ich da auch was bauen. So, dann müsste ich theoretisch da das rüber bauen können. Das darüber bauen können. Muss ich das mal eben stoppen, weil ich glaube, ich muss da nämlich hochbauen und dann wieder runterbauen, sonst funktioniert das nicht. Sonst kommen die nämlich nicht mehr auf die andere Seite. Es sei denn natürlich, ich würde das einfach durchbauen und würde dann hier den Weg einmal rumlegen. Das könnte ich auch machen. Das ist
doof irgendwo. Eigentlich ist es gehopst wie gesprungen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja, was heißt, nee, gehopst wie gesprungen ist es nicht, weil da lege ich das einfach weiter durch. Und bei dem anderen muss ich dann noch dieses Hochbauen und alles zusätzlich zahlen. Also vom Kostenfaktor ist das schon, hoppala, ist das schon ein Unterschied. Dann mache ich das nämlich so, zack. Wenn ich was sehen würde. Machen wir das weiter. Das kommt weg. Ja, und das daran. So. Dann würde das auch funktionieren. Den haben sie immer noch nicht gebaut, obwohl ich hier gar nichts für brauche. Das ist... Wie wenig habe ich denn jetzt? Wir haben auch übrigens gar keine Dürre mehr. Scheiße, ich könnte das schon lange... Oh. Also ich meine, es ist gut, dass wir keine haben, natürlich. Aber ich hätte das schon lange wieder weiterlaufen lassen können. Ah. Essen haben wir auch wieder einigermaßen gut. Was ist hier mit? Da haben sie immer noch nichts gemacht. Ach so, da muss ich wahrscheinlich dann aber... den hier abreißen, ne? Das tut mir jetzt leid und weh. Weil, damit das dann überhaupt funktioniert, muss ich dann logischerweise hier genauso wie oben das auch einmal durchbauen. So. Ich kann das gar nicht mehr auswählen hier. So. Das ist auch immer noch nicht gebaut. Planken und Getriebe fehlen uns. Warum fehlen uns Planken und Getriebe? Die sind doch eigentlich hier fleißig am Arbeiten, oder nicht? Holz haben sie doch auch genug. Aber es holt keiner ab. Ah, verstehe. Verstehe, verstehe. Ja, dann sind wir jetzt wirklich darauf angewiesen, dass wir jetzt hier endlich wieder... Was war das? Haben die Hunger oder haben die Dursthilfe? Möhren kommen auch so langsam, das ist gut. Wobei wir hier eigentlich nochmal ein Lagerhaus hätten anlegen müssen, ne? Für die Möhren. Das wäre jetzt vielleicht nicht schlecht gewesen. Zweihundert finde ich immer so wenig. So, mit niedriger Prio bauen wir da mal ein Lagerhaus noch hin später. Ja, also, ich weiß nicht genau, was hier passiert, beziehungsweise nicht passiert, aber ich gehe mal davon aus, die haben einfach keine Arbeiter, die jetzt hier was machen können. Ich habe noch ein bisschen Angst, dass wenn das andere jetzt hier auch noch... Wie, ich habe kein Holz. Natürlich habe ich Holz. Wenn das andere jetzt auch noch hier alles gemacht wird. Ich muss mal das Lagerhaus bauen, weil ich glaube, das ist... Ja, das ist nämlich voll. Ach, und deswegen kriege ich da auch keine Beeren mehr rein. Jetzt verstehe ich das. Oh. Aber, hä, habe ich das nicht gerade... Ich habe es nur eins höher gesetzt. Okay, Planken. Doch, Planken haben aber auch noch ein paar. Und wir haben definitiv genug Holz. Ah, jetzt fangen sie auch an. Sehr gut. Ach, die bringen jetzt natürlich das ganze Holz von unten nach oben. Und das sollte ich dann danach aber auch mal priorisieren, dass die da nicht so einen riesen Weg haben, weil sonst sind die immer beschäftigt mit hin und her laufen. Und das bringt natürlich dann nicht allzu viel. Gut. Also, wenn das Lagerhaus gebaut ist, dann... muss ich dran denken, einzustellen, dass wir da eine gewisse Anzahl von Beeren auf jeden Fall reintun müssen. Und das machen wir auf zweite Prio. So.
Das hier unten ist jetzt noch nicht so wichtig. Es wäre natürlich gut gewesen, wenn der Holzfäller jetzt noch hier gebaut werden würde, aber den möchten sie irgendwie nicht bauen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ich denke mal wirklich, dass wir einfach zu wenig Arbeiter haben, die sich darum kümmern können gerade. Was dann gleichzeitig aber auch heißt, dass wir zu wenig haben, um hier weiterzumachen. Hier geht es gerade auch nicht so richtig weiter. Also es dauert unheimlich lange, bis da mal ein Kind rauskommt, ganz ehrlich. Wenn jetzt nicht die nächste Dürre kommt und uns plagt, würde ich fast sagen, dass wir das nämlich auch auf Prio setzen und da noch mal ein bisschen mehr bauen. Warum kommen keine Planken mehr? Ach so, hier ist keiner mehr drin. Der ist anscheinend gestorben. Ach so, und die Planken, die können nicht ins Lager gebracht werden. Ja, warum bringen die dann, nehmen die dann nicht hier raus und bringen die direkt da rein? Oh Leute, ist das euer Ernst? Warum machst du, Fauler, sagt das nicht? Warum bringst du die nicht rüber? Eieieiei, jetzt habe ich mir selber ein Bein gestellt. Da sieht man mal wieder, worauf man alles achten muss, ganz ehrlich. Ich finde es auch wesentlich einfacher mit den Routen. Muss ich auch, also mit den rustikalen Routen, finde ich persönlich wesentlich einfacher als mit den Eisenzähnen. Weil man muss irgendwie auf so vieles dann achten, weil man andere Prioritäten setzen muss. Na gut, die holen jetzt auch nichts, weil sie kein Lagerhaus haben. Das sollte ich vielleicht auch doch mal mit Prio machen hier. Und das dann mit zweiter Prio, damit die nicht da jetzt irgendwie hinrennen. Das auch mit zweiter Prio. Das hat noch gar keine Prio, okay. Weil Holz haben wir, naja, noch genug, sagen wir es mal so. Jetzt sind sie alle hungrig, ist aber nicht schlimm. Die können das alle direkt hier vorne abholen. Ja, die holen sich das direkt hier bei dem Bauern ab. Okay. Die können jetzt natürlich weiter. So. Ja, da steht jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt ist, wenn das jetzt. Also klar, wenn die aussterben, weil die Dürre kommt, das wäre scheiße, weil dann ist, glaube ich, hier auch alles weg. Aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn die Hälfte jetzt draufsteht, keine Dürre kommt und die jetzt erstmal sehr lange stehen. Aber ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, bei der nächsten Dürre würde sie wahrscheinlich dann, würden die wahrscheinlich dann schon sterben, gehe ich mal von aus. Haben die das Lagerhaus jetzt hier mal bald gemacht? Das geht ja gar nicht. So, jetzt haben sie auf jeden Fall hier unten schon mal Planken rausgenommen, damit der weitermachen kann. Das ist doch schon mal etwas. Scheinbar habe ich jetzt auch ein paar Erwachsene mehr, damit ich wieder mehr im Transport hier habe. Die nächsten beiden Erwachsenen sollen auf jeden Fall hier in den Transport erstmal reinkommen. Also das ist, normalerweise mache ich es nicht, normalerweise habe ich nur einen. Aber ich habe dann ja auch die Schlepper und weiß ich nicht was alles. So, Schlepperposten könnte ich auch mal bauen. Das wäre gar nicht verkehrt, wenn wir schon bei dem Thema sind. Wo baue ich das am besten hin? Hier ist der Förster. Eigentlich könnte ich auch hier hinbauen, ne? Weil da baue ich ja sowieso nichts. Teilt Energie mit angrenzenden Gebäude. Ja, ich brauche aber keine. Warte, nee, das sind Schlepper. Nee, die brauchen keine Energie. Ich wollte gerade sagen, muss ich da jetzt noch irgendwas beachten? So, die bitte mit Prio, wenn es irgendwie geht, weil die Schlepper helfen euch, Jungs. Wenn da die Planken durchgeliefert sind, was jetzt natürlich noch was dauern wird. Mmh. Oh, und die nächste Dürre kommt. Also hier, Grillkartoffeln werden demnächst auch kommen. Nee, Moment. Ach so. Das ist ja für Kartoffeln, ich Idiot. Ich habe ja gar keine Kartoffeln gemacht. Ja. Ich lege jetzt einfach mal so ein paar hier vorne an. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich lege einfach mal ein paar hier vorne an.
Okay, der hat das eine jetzt schon mal gebaut, das ist gut. Wasser haben wir auf jeden Fall schon mal mehr im Vorrat, das ist auch sehr, sehr gut. Nur mit der Nahrung ist so eine Sache, ne? Ich warte ja immer noch auf das Lagerhaus. Ich meine, gut, ich könnte auch ein kleines bauen, aber das stockt jetzt wahrscheinlich. Die haben jetzt hier so viele Aufträge und wissen gar nicht so richtig, was sie als erstes machen sollen. Das ist alles dritte Priorität, das ist auch dritte. Ah, hier haben sie auch schon angefangen zu bauen. Ja gut, oben fehlen jetzt nur die Planken, dann ist das okay. Dann machen hier schon mal das Holz rein und dann, wenn oben das Ding fertig ist, kommen die Planken dann nach unten. Aber wenn Dürre ist, kann ich nicht weitermachen. Und das wird jetzt natürlich problematisch. Ach, der benutzt die Planken, um Getriebe zu machen. Du Idiot. Du musst erstmal pausieren. Tut mir leid. Ah, da habe ich jetzt überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ist schön, dass da jetzt einer drin sitzt, ja. Aber die Planken werden dann natürlich auch hier reingeworfen, weil die dann erst... Also ich weiß nicht genau, wie die Priorität ist. Vielleicht habt ihr das Spiel ja auch selber schon gespielt und könnt mir da was zu sagen. Es kann sein, dass die Priorität bei der Herstellung liegt. Es kann aber auch sein, dass die Priorität beim Bauen liegt. Oder dass es 50-50 ist. Das kann natürlich auch sein. Wenn die natürlich bei der Herstellung liegt, dann hauen die erstmal die ganzen Planken hier rein. Ich meine... Sieht man ja hier, der hat jetzt in der ganzen Zeit so viel gearbeitet, dass er schon fast die 80 wieder voll hat. Nee, stimmt gar nicht, das ist das Lagerhaus, sorry. Ich habe nichts gesagt und behaupte das Gegenteil. Wobei ich den mal eben... Ach, jetzt ist keiner mehr drin. Nee, dann lasse ich das. Der ist bestimmt gestorben, oder? Mit ein bisschen Glück ist der abgehauen. So hört sich jetzt fies an. Ja, wenn hier halt die Priorität ist, dass sie das jetzt erstmal hier reinhauen und dann erst den Rest, der überschüssig ist, wenn der noch am Arbeiten ist, dahin bringen, dann ist das natürlich sehr, sehr ätzend. Das denke ich mal, weil das nämlich jetzt gerade so schnell geht im Vergleich, dass sie hier die Planken kriegen. Ich denke mal hier unten, ja, da haben wir das Holz auch schon drin. Da kommen dann danach die Planken rein. Oh, ist das ein Mist, ehrlich. Ach, der hat... Deswegen habe ich die auch angelassen. Der hat Getriebe gebaut hier für die Papierfabrik. Die darf natürlich auch gerne Papier herstellen, wenn die später gebaut ist. Aber die Planken möchte ich da erstmal noch nicht ausgeben. Oh, die Dürre ist schon dran. Wobei, noch haben wir hier ein bisschen Wasser. Wir sind hier so ein bisschen... Ja, ich kapiere es nicht so ganz, weil hier oben eigentlich die Dürre beginnt. Und laut dem... genau, jetzt ist die Dürre angekommen. Jetzt trocknet das erstmal aus. Dann geht der Bereich hier hin. Jetzt weiß ich nicht mal, wo wir sind. Hier. Also wir haben noch ein bisschen länger. Ach, weil das so runter geht. Ah, da habe ich mir eine richtig geile Karte ausgesucht. Das heißt, das, was ich eigentlich vorhatte mit dem Stauen hier, ist Blödsinn, weil ich das im Endeffekt schon habe. Okay, jetzt ist es auch hier ausgetrocknet. Aber theoretisch ist jetzt die Dürre wieder vorbei. Genau, jetzt kommt die hier oben wieder. Wir haben gar nicht so eine lange Dürrezeit. Aber gut, die wird natürlich auch noch länger werden später. Mal schauen. 6 Planken fehlen uns noch. Okay. Ist hier unten eigentlich endlich mal... Ah, endlich, da ist mal jemand drin. Sehr geil. Dann können wir nämlich die Bären auch mit hier reintun. Ja, das ist 1000 Platz. Ich hoffe mal nicht, dass da so viel reinkommt. Ah, komm, komm, komm. Hier kommt auch das Wasser. So, und es kommt nämlich dann hier runter. Was ich aber machen könnte, was mir aber nichts bringt, fällt mir gerade ein. Ich wollte gerade sagen, ich könnte das Ganze hier oben
höher liegen, dass das da schon. Ah nee, das ist Blödsinn, weil dann staut das natürlich auch. Und ich habe hier keinen Gewinn gemacht. Also ich würde super gerne hier mit Dynamit arbeiten, damit ich hier länger was davon habe. Aber das ist wohl nicht möglich. Ich habe übrigens jetzt, das fällt mir gerade ein. Ah, wir haben unser Lagerhaus. Moment, das muss ich vorher. Bären erwünscht. Sagen wir mal 300. So. So. Wahrscheinlich wird jetzt sowieso mehr reingeliefert, aber egal. Ich habe, als ich mal ein bisschen geguckt habe, weil ich das nicht so ganz verstanden habe mit den Schleusen hier, ob das so ist, wie ich es mir denke, oder ob es nicht so ist. Wobei ich es immer noch nicht so ganz verstanden habe, weil ich das bei dem Let's Play nicht ganz verstehe, wie er das erklärt hat. Aber es gibt irgendwie wenig deutsche Let's Plays darüber, habe ich dann festgestellt. Also über das Spiel. Da habe ich gesehen, wie tatsächlich die Biber allerdings mit einer Brücke hier runter sind, rübergeschwommen sind und da wieder hochgegangen sind mit einer Brücke. Das habe ich tatsächlich gesehen. Ich habe es ja mal irgendwo im Let's Play mit den Routen erklärt. Was heißt erklärt? Also gesagt, dass mir das mal mitgeteilt worden ist, dass die schwimmen können. Jetzt habe ich es tatsächlich mal selbst gesehen, dass sie schwimmen können. Ich bin aber am Überlegen, wenn ich das jetzt hier staue, das würde mir unter Umständen doch was bringen, weil die Frage ist jetzt nur, das lässt aber hier durch. Ja gut, hier kann ich ja auch nicht stauen. Da müsste ich aber hier theoretisch eins höher bauen. Weil so fließt das ja dann direkt durch, wie ich das sehe. Und das soll ja quasi eins höher gestaut werden, dass das hier oben direkt dran kommt. Ich weiß aber nicht, ob ich damit alles überfluten werde. Oh, Moment, jetzt hat er hier. Mist, jetzt hat er hier angefangen, das zu bauen. Jetzt muss ich das vorher noch mal genau angucken. Weil so lässt er ja hier oben das alles durch. Ich müsste dann wirklich theoretisch hier eine Treppe hochbauen und das hier eins größer machen. So wie das hier oben letztendlich ja auch ist. Also hier oben habe ich das ja damit glatt gemacht. Wenn das aber von oben das Wasser kommen würde und ach so, Moment. Ah, nee, ich habe einen Gedankenfehler, weil das würde dann hier stauen und wahrscheinlich dann rechts und links rübergehen, oder? Das ist doch alles scheiße, Mann. Was ich natürlich machen könnte, das habe ich jetzt auch schon gerade überlegt, ich könnte kompletten Damm machen, dass alles zu ist. Und dann in der Mitte ein oder zwei Schleusen größer, also nach oben machen. Aber die kann ich ja nicht verstellen, ne? Moment, hier ist doch eins gebaut. Ah, Moment. Geil. Moment, das machen wir mal eben in langsam. Und das Höchste, was man da machen kann, ist quasi bis hier oben. Jetzt muss ich überlegen. Lohnt sich das, das auf der anderen Seite auch zu machen?
Weil das Problem ist, eigentlich lohnt es sich nur für die Dürre. Und ich kann es wirklich immer nur bis da oben. Das heißt, so wie ich das jetzt hier habe, nee, hier war es, ist es Blödsinn. Da müsste ich es, wenn überhaupt, dann eins höher machen. Ich werde mir da nochmal Gedanken drüber machen. Ich werde das jetzt erstmal pausieren. Das auch. Den Rest machen sie dann ja sowieso nicht. So, ich muss mir da echt Gedanken drüber machen. Also, da sind sie schon fleißig im Einräumen. Das ist gut. Hier sind sie hoffentlich fleißig am Bauen. Da kommen noch Planken. Das ist auch gut. Die holen sich kein Wasser ab. Warum holen die sich jetzt holt er sich Wasser ab? Ich wollte gerade sagen, ich habe ja doch genug Wasser übrig. Ach so, hier muss ich jetzt auch noch mal eben nachlegen. Wir haben das so gemacht, dass wir hier so einen Streifen. Nee, wir haben noch gar keinen Streifen gemacht, oder? Moment, das sind die Runden. Doch, ich glaube, hier habe ich so ungefähr den. Mit dem hier habe ich das, glaube ich, gemacht. Genau, habe ich so den Streifen nach oben gemacht. Dass das alles die sind, die schneller gehen. Ja, und hier ist ja noch nicht so viel weggearbeitet worden. Okay, da brauche ich dann noch nichts zu machen. Hier habe ich von Anfang an, glaube ich, alles schon gemacht. Ja, das war ja komplett leer. Okay, theoretisch könnte ich jetzt hier oben auch nochmal einen Förster machen. Ich meine, wir haben tatsächlich wenig Holz, ne? Obwohl ich hier wie so eine Blöde am Reinballern bin, haben wir echt wenig Holz eigentlich im Vergleich. Pass auf, dann zum Ende dieser Folge so, der geht bis da. Eigentlich muss er nur bis da gehen. Ja, und das. Okay, dann baue ich den dahin. Und mit Priorität bitte. Und den Förster. Es ist immer so blöd, weil man hier nichts sieht mit dieser Umschalttaste und alles. Na gut, der würde jetzt nur bis da reichen. Ja, von mir aus. Den baue ich dann hier oben definitiv hin. Der braucht jetzt auch wieder Planken. Aber na gut. Ich meine, je mehr Holz wir natürlich zur Verfügung haben, umso mehr Planken haben wir dann auch. So. Wenn das hier durch ist, was in der Tat noch was länger dauert, dann werde ich, ja, oder ich warte dann noch die 7 Planken hier oben ab, dann werde ich nämlich gucken, dass ich das Getriebe-Dings wieder mache. Der braucht auch Planken. Ja, aber ich würde mal sagen, mit dieser letzten Einstellung hier, dass ich damit erstmal die Folge beende. Im Moment sieht es ja alles recht gut aus. Es leuchten da hinten noch die Gebäude, das wollte ich so eigentlich nicht. Im Moment sieht es ja alles noch recht gut aus. Auf jeden Fall haben wir bisher keinen Engpass mehr gehabt. Ich hoffe ganz inständig, dass es auch so bleibt. Wir haben eigentlich ganz guten Nachschub mit den Bibern. Mal schauen, wie das dann weitergeht. Und ich muss dann hier vorne auch mal gucken, wie ich das am besten mache. Achso, der Bauernhof hat übrigens schon Energie, sehe ich gerade. Sehr cool. Weil beim Bauernhof kommt ja noch mindestens ein Gebäude dazu. Das muss ich noch machen. Und den Rest muss ich dann noch mit Kartoffeln ein bisschen anpflanzen, damit ich das dann überhaupt verarbeiten kann. Ja, aber da kümmere ich mich definitiv in der nächsten Folge erst rum. Deswegen, sorry, dass die Folge wieder so lange ist, aber man hat irgendwie so viel zu tun und so viel zu beachten und teilweise zu überlegen. Gerade diese Sache mit dem Schleusensystem, da muss ich mich echt mal hinterhaken. Wenn ich das einmal richtig verstanden habe, dann ja, ist es bei mir so, ach, endlich verstehe ich es, endlich ist der Groschen gefallen und in Zukunft baue ich das jetzt alles nur noch perfekt. Ja, ich sage dir mal, bis zur nächsten Folge. Ciao!